Hans-Jörg Jenewein von den Wiener Freiheitlichen ist als nächster Redner gemeldet. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, nach dem Kollegen Beer und nach dem Kollegen Köhl ist jetzt wirklich nicht mehr viel da. Sie sind schon da, aber inhaltlich ist nicht mehr viel da, wollte ich damit sagen. Das war jetzt auch ein großer Bedeutungsbogen in die Antike. Der Kollege Beer hat es ein bisschen anders gemacht. Er hat von den Würstelstandeln geredet, da waren wir in der Antike. Ich denke und nehme auch an, dass wir uns damit einig sind, die beste Firewall gegen Entwicklungen, die wir alle nicht wollen, ist ein starkes und funktionierendes Parlament mit funktionierendem Dialog und mit funktionierender inhaltlicher Auseinandersetzung. Solange das gegeben ist, mache ich mir um die Demokratie in diesem Land keine Sorgen. Das Problem, das ich vielmehr sehe, ist, dass es Tendenzen gibt, vielfältiger Natur, den Parlamentarismus mehr und mehr in den Hintergrund zu drängen, parlamentarische Entscheidungen auszulagern, Verantwortungen auszulagern. Ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand haben, auch in diesem Haus das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand haben, ab dem Zeitpunkt entscheidet wer anderer. Und ab dem Zeitpunkt können wir selbst nicht mehr entscheiden. Und so ist auch mein Appell zu verstehen und unsere Fraktion wird dem selbstverständlich hier zustimmen. Wir freuen uns ja auch, dass speziell mit dem ehemaligen Wiener Stadtschulratspräsidenten Scholz hier ja wirklich auch eine Person federführend tätig ist, die schon in der Vergangenheit bei all seinen Tätigkeiten, die er nach seiner Tätigkeit als Stadtschulratspräsident im politischen Bereich getan hat, der sich ja auch einen Ruf erarbeitet hat, nämlich einen Ruf eines fairen und eines sehr überlegten und mit Fingerspitzengefühl ausgestatteten Menschen erworben hat. Und das ist gut so, dass das so ist. Ich denke nur, wenn wir über diese Themen reden, sollten wir nie den Dialog zwischen den Parteien und den Dialog untereinander geringschätzen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, sind wir in einer Situation, wo es eigentlich nur mehr ein paar Schritte braucht, bis zur Gesprächsverweigerung. Und wenn die einmal da ist, wenn einmal die Gesprächsverweigerung da ist, dann ist etwas gefährdet in diesem Land, das uns alle sehr am Herzen liegen sollte, nämlich die Demokratie in diesem Land. Herzlichen Dank. Nun darf ich Frau der Parlamentarismus ist die Grundlage für die Demokratie, sagt der freiheitliche Hans-Jörg Jenewein.